So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt mit einem kleinen First Play, nämlich zu EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. Und das ist das neue Golfspiel von EA, beziehungsweise EA Sports. Und ja, ich habe das jetzt hier mit EA Access, kann ich das vorher spielen. Und wir können hier ernsthaft? Kann man hier jetzt echt auf. Das wäre richtig geil, aber das muss ich mir wahrscheinlich kaufen, oder? Wo war's denn? Die Battlefield Map. Kann ich nicht machen. Schade. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir spielen einfach mal Play Now. Machen wir jetzt einfach mal. Ja, ich will das Aktuelle beenden, weil das war jetzt so, so ein Ding, so ein ja, Prolog. Und jetzt kann ich mir erstmal den Kurs auswählen. Oh, kann ich das machen? Oh, wie geil. Okay, wir spielen jetzt erstmal auf Perilous Storm. Was gibt's denn eigentlich noch? Gibt's noch mehr Battlefield-Karten? Nee, aber es sind. Okay, also ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich umfangreich ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wir können hier verschiedene. Können wir. Ja, wir können verschiedene Spieler auswählen. Hier zum Beispiel Martin Keimer. Ist ein Deutscher anscheinend, aber um ehrlich zu sein, ich kenne mich mit damit echt so null aus. Gibt's noch mehr so Deutsche? Battlefield-Soldat. Okay, da merkt man halt, es ist EA, aber ich spiele jetzt einfach mal mit dem Deutschen. Was haben wir denn noch? Add Player, also man kann auch zusammen an einer Konsole spielen. Und ich kann auch den Kurs einstellen. Was gibt's denn da alles? Ja, wir spielen. Letzten neun, ersten neun. Ach, egal, wir spielen jetzt erstmal alle und ja. Einfach nur nicht, ich spiele auf Arcade und also nicht wirklich herausfordern, einfach mal ein bisschen Spaß haben und ich würde sagen, wir starten den Kurs mal oder die Runde und spielen mal mit einem Deutschen auf einer Battlefield-Map. Bestimmt auch geil, wenn der Battlefield-Soldat dann da so steht. Und ja, irgendwie ist das lustig in einem Golfspiel Battlefield, aber hier sieht ganz cool aus. Ich weiß gar nicht, läuft das Ganze auch auf der Frostbite Engine? Ich vermute nicht, aber. Ja, genau. PGA-Tour ist jetzt nicht mehr mit Tiger Woods, sondern mit Rory McIlroy. Und ja, das ist, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber weil ich die nie wirklich verfolgt habe, aber mit EA Today's Access coverage brought to kann you ich mir die by jetzt halt EA Sports and the spielen. PGA Tour. So, willkommen auf Perilous Storm. Ist ja nicht meine Lieblingsmap im Battlefield. Hello again and welcome, Rich Lerner, alongside my friend and colleague Frank Nabilo. Frank, we've called golf all around the world, but never Par ist at a hier golf course 54, quite like also this. das, Rich was would pick man the so, perfect das day. ist so die Usually, Referenz, was man yeah, schaffen about sollte. 64 Mal people gucken, ob wir running das wirklich around, so schaffen. battling it out for domination. Und es sieht echt aus wie im Battlefield. Natürlich, aber ihr seht hier auch wieder Pop-ups. Das ist natürlich nicht so schön bei stinknormalem Gras. Und, okay, Par 27, 27, macht 4. Oh, wie geil. Wir starten auf dem Flugzeugträger. Das ist ja Hammer. Richtig geil. 180 yards to the flagstick. Okay, Frank, no leisurely stroll from Zoom. the clubhouse to the first tee, like most golf courses. Here we Okay, go also from an hier müssen wir hin, aircraft das carrier on the sind first tee. Yeah, it's a scary little 180 Yards flight trying to take ungefähr. off there on that opening tee Oh, und ich shot. muss den. Green situated on a little island. 186 So, yards though. wo That's kann what ich we've das denn been radioed einstellen? in the yardage today. Audio Settings. Alter, die babbeln mir viel zu laut, ey. Also sorry, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn die so laut babbeln. Also da, was ich sprechen soll, deswegen, also. Pause, so zurück in die Runde. So, jetzt können wir hier erstmal unsere Eisen auswählen mit LT und RT, aber ich glaube, dass okay, habe ich auch diesen. Ah ja, hier habe ich den und den Driver genau, aber der Driver, der ist zu weit. Dann nehmen wir doch mal das Sima Eisen. Das scheint ganz gut zu sein. Oder vielleicht doch das Sechser Eisen? Ja, das. Nee, das 8er Eisen ist das. Das 9er Eisen ist zu schwach. Ja, nehmen wir das mal. Und was haben wir hier? Full Range. Das 9er. 9er Eisen ist mit Full Range sehr schön. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und mit dem linken Stick können wir jetzt hier abschlagen. Sieht auch sehr geil hier aus, muss man schon sagen. Okay, bin ich jetzt immer noch richtig? Ich habe mich da jetzt mit auch verrückt durch das Gucken. Egal. So, und.
Der fliegt schön. Und ja, perfekt. Perfekter Schuss. Schlag. Nicht Schuss. Okay, und jetzt, okay, ganz sachte. Oh, ja, geschafft. Und einen Unterpaar für dieses Loch ist schon mal gut. Und jetzt dürfen wir hier in diesen Bunker, oder? Nee, wir schießen darüber. Wir zoomen mal nochmal hin. So, wir sind jetzt hier. Achso, nee, hier wird er aufkommen. Nee, hier kommt er wahrscheinlich auf. Oder was soll dieses das dann daneben? Ich mache mal nicht Custom, ich mache mal lieber immer Full. Ich habe irgendwie mal keinen Bock auf Custom, weil ich nie weiß, was das genau dann heißt. Nehmen wir mal ein anderes Eisen. Da es leicht abschüssig ist, probieren wir das jetzt damit mal. Oder? Soll ich doch das nehmen? Nee, das ist ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen too much. Ach so, ah, wenn ich Full mache, geht's woanders hin. Ah, okay, das ist einfach nur Custom. Gut, dann gehen wir mal zurück und schlagen mal ab. Boah, das, ich habe ein bisschen Swing mit drin gehabt. Na, ist ein bisschen weit. Ja, nicht das Beste. Und natürlich auch wieder viel Werbung hier mit drin, so von Hugo Boss und Mercedes, Bose, alles mit drin hier. Und ich glaube, ich stelle das jetzt mir doch nochmal um. In, warte, wo war das? Control Settings? Hier, halt Layout und, nee, das war, das konnte ich hier auf die andere Hand umstellen. Hier, dass ich einfach mit rechts schwinge, was ich viel cooler finde, wie auch in NBA oder sowas, wenn man wirft. Das ist wesentlich cooler. So, und jetzt. Ah, das wird nix. Das wird nix. Ah, viel zu weit raus. Scheiße. Into the thick stuff, that's a difficult line. Ja, voll daneben. Okay. Nein! Oh, nicht stark genug, das gibt's doch nicht. Und da ist er drin. Und was habe ich? 14. Ja, okay, jetzt bin ich wieder auf Pair gerade. Und, oder was heißt das eh dann? Ey, ich bin echt so, ich habe einmal so einen Auffrischungskurs im Golfen gemacht und mir ist das jetzt gerade mal echt richtig nervig. Sorry, also das. Diese Kommentatoren, die nerven einfach übelst, weil wenn man sich da ein bisschen unterhalten will oder ich euch ein bisschen was erzählen will, dann nerven die einfach so krass. So, da haben wir ein schönes Kriegsschiff. Ah, ich muss jetzt wieder nach ganz rechts. Also die Munitionsführung, die ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. So, Zoom zu dem Schiff hin. Wo ist denn mein Loch? Ah, hier ist das, okay. Natürlich, also das ist nicht so... Ah, doch, hier, so, jetzt kann ich mich drehen. So, machen wir doch mal das kleinere. Doch noch, so. Ah, scheiße, der kommt hier auf. Da mache ich mal doch so und nicht so ganz so stark. Okay, mal gucken, ob ich hinkriege. Ah, es war ein bisschen zu fest. Okay, also immerhin mal über das Kriegsschiff rüber. Ich bin im Bunker. Oh, toll. Hätte besser sein können. Und aber, ja, ich muss sagen, die Grafik, das ist jetzt nicht so unbedingt meins, muss ich sagen. Okay, Sand 92%, also nicht so viel. Nein! Nein, das ist so knapp! So scheiße knapp! Was ist denn da Pair? Okay, vor Pair. Und drin ist er! Wir sind wieder auf Pair. Und jetzt zur fetten Satellitenschüssel. Und wir haben trotzdem nur 9 Löcher irgendwie, okay? So, ich zoome da immer mal ganz gern hin. Wir gucken mal, wo wir denn sind. Hier, haben wir überhaupt Wind? Ich weiß es gar nicht. Ein bisschen Wind haben wir. Okay, dann gehe ich doch mal. Es ist nicht so schön sauber, wie man es gerne machen würde. So, und Vollpower. Ups, komm schon. Boah, am Ende wieder. Das merke ich immer gar nicht, dass ich mich da so verreißen lasse.
Okay. Hier auch wieder. Paar ist 3. Okay, er freut sich, also war es anscheinend gut. Wie viel brauchen wir? 100%, okay. Was heißt Reading Putt? Ich schaff das doch nie, ey. Von der Entfernung. Okay. Jetzt ärgert er sich, verständlich. So. Oh, Glück gehabt, dass er da getroffen hat. Okay, jetzt sind wir wieder auf Paar. Und natürlich auch SAP, ne? SAP Arena, Germany's Next Topmodel, jeder, der weiß. So. Wo sind wir denn? Ich nehme ein bisschen weniger, weil ich ja immer ein bisschen stärker drauf hau. Oh, der ist aber schön geworden. Der fliegt schön. Oh Gott, der fliegt. Ja, oder? Oh, geil. Das könnte ein Zweier werden. Da freut er sich. Immerhin. So, und jetzt kommt. Oh, fick dich doch! Nein! Ach, komm, so knapp, ey! Ja, da ärgert er sich. Verständlich. 3 für Paar. Mann! Ich hätte gedacht, ich komme ein bisschen besser weg. So, jetzt Container. Irgendwie ist das nicht so aufregend hier. Wobei es wahrscheinlich die aufregendste Map von allen ist, muss man wirklich sagen. So, so. Spielen wir da mal hin und. Ist das gut oder schlecht? Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Bleib stehen, nein! Im Grün. So, jetzt sind wir hier. Okay. Jetzt verreckt er vorher. Ich habe einen Tick zu wenig gemacht. Och, komm. Aber so im Arcade-Modus ist das eigentlich so relativ gut zu spielen. Also kann man nicht anders sagen. Und ich bin halt hier immer Pair oder eins drüber oder eins drunter. Oh, ey, da ist ein. Hä? Seit wann fliegt da ein Zeppelin? Fliegt da schon immer ein Zeppelin? In Battlefield fliegt da kein Zeppelin. So, wir sind hier. Okay, selbst im stärksten Driver komme ich da nicht hin. So. So, ich muss mal auf Full und Choke. So, jetzt, Alter. Probieren wir es mal, wenn ich nicht so hart schlage. Es könnte ganz gut werden. Oh, der war echt gut. Also ihr müsst oben und unten immer auf diesen Kreis achten, diesen kleinen Kreis. Da ist so eine Linie und das sagt euch, wie stark ihr schlagen sollt. Oh, perfekt, na, komm schon. Oh, drin. Yes, 2 statt 3, 1 drunter. Sehr schön. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Action gerade. Also das ist so, es tröpfelt so langsam vor sich hin, aber es ist irgendwie die Action fehlt ein bisschen mir. Um ehrlich zu sein. So, und jetzt machen wir einen Joke. Und da kann ich jetzt wieder vollends draufhauen. Wo fliegt der denn hin? Ey, das habe ich aber nicht gemacht. Also das habe ich echt nicht gemacht. So, jetzt bin ich auf dem Grün. Jetzt, oh Mann, der Putt ist ein Ticken entfernt. Vielleicht schaffe ich es sogar. Yes! Okay, also ich bin noch einen drunter unter Par. Was haben wir denn noch? So. Der war perfekt von der Stärke her. Und warum kommt er trotzdem im Bunker an? Oder was es heißt, Mulch? Ach komm, das ist doch eine Verarsche.
Jetzt verhaue ich wegen dem Scheiß mein Ding. Am Ende bin ich doch nur Paar. Ich wollte eigentlich besser sein. Ah, jetzt geht's wieder nicht. Oh Mann. Ja, ich weiß, du ärgerst dich. Ich mich auch. So, jetzt sind wir auf 27. Ach so, ja, ah, okay, jetzt geht's doch weiter. So. Wenn das wirklich genau so klappt. Also dieser Kreis ist voll die Verarsche, ohne Scheiß. Eigentlich heißt ja, dass der Kreis die Stärke anzeigen soll, tut er jetzt aber nicht. Deswegen mache ich jetzt immer Vollpower, ist mir egal. Oder auch nicht. Ja, ich weiß, du ärgerst dich so. Wie soll ich denn aus der Scheiße hier wieder rauskommen? Warum darf ich denn da nicht nach rechts spielen? Was? Nix ist disconnected. Der ist die ganze Zeit an. Immerhin irgendwie durchgebracht, durchgedonnert. Jo. Läuft doch, wenigstens nur einen drüber. Meine Fresse, ey. So, wo ist die? Ist die. Irgendwie ist es doch immer das Gleiche, kann das sein? Gibt's auch mal ein bisschen Herausforderung? So, und dann einfach ein Joke. Ja, geht schon. Er freut sich, das ist schon mal gut. Oh, Mann. Komm schon. Diese scheiß 3 Zentimeter oder was das war. Okay, jetzt bin ich wieder Paar. Aber ich habe immer noch. Nee, ich habe einen. Ich bin einen drüber. Scheiße. Ich muss mal irgendwo einen noch drunter bekommen. So, immer von den Inseln irgendwo hin. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem dieses ganze Rumgefahren dann die immer die ganze Zeit. Das ist immer voll die falsche Richtung, wollte ich nur mal so sagen. So. Wir machen einen. Selbst beim 9er Eisen, scheiße. Ja. Das ist gut. So, und. Full Power. Oh, den habe ich richtig straight geschossen. Geschlagen. Ich sage immer geschossen, ich weiß, aber. Der war perfekt. Also fast kein Drall, nichts. So. Schaffe ich das? Nein! Ich habe doch voll durchgezogen. Och, Manu. Ja, der ärgert sich. Kann ich verstehen. Überall ist Paar 3, es ist echt ein bisschen langweilig, muss man schon sagen. Nur weil er jetzt Battlefield ist, ist es nicht wirklich wesentlich aufregender. Ja, dann mach doch mal einen da. Oh, Scheiße. Dann mach hier mal einen Fullen. Wind kommt von da, dann kann ich ruhig hier. So, mal gucken, ob das klappt. Dann ich ziehe mal nach da. So, jetzt. Oh Gott, was ich komischer Schlenkerer.
Ah, nicht ganz. Auf dem Grün, schade, aber vielleicht. Nein! Nein! Wie er sich rumgeschlängelt hat um das Ding und fast schon drin war. Meine Güte, immer nur die Dreierpaars. So. Ne, dann machen wir mal ein höheres Eisen. So, das hier ist gut. Und schwuppdiwupp. Ey, ich zieh ganz gerade nach vorne. So. Oh. Nicht so weit. Wie jetzt? Ich bin oben an der Drecksfahne angestoßen? Ohne Scheiß jetzt? Alter, das sollte einen Doppelpunkt geben. Zwei. Jetzt bin ich wieder auf Par. Meine Güte. Der könnte gut kommen, der könnte gut kommen. Nein, tut er nicht. Hätte doch weiter donnern sollen. Jetzt war er zu stark, ey. Ich glaube, ich spinne. Also das mit der Stärke, die einzuschätzen, ist echt nicht leicht. Muss man schon sagen. Alter, fick dich doch! Ey, so eine Kacke! Jetzt ist er aber drin. Vier, jetzt bin ich schon wieder einer drüber. Oh. Jetzt muss ich in den letzten drei noch irgendwo einen Safe machen. So, ein höheres Eisen. So, hier jetzt, den hier. What the fuck, Alter, wie geil! Ja, Herzschlag-Moment. Ist klar. Bäm! Geil! Super! Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gut hinkrieg. So, vorletzte Loch. Und wie es halt aufploppt, das. Sowas muss doch nicht sein. Das Spiel kommt in ein paar Tagen raus, ey. Was? Wo schießt du hin? Dann mach mal statt Ding einen Joke. Oder hier, gehen wir mal hier hin. Ja, das sieht gut aus. Oh, der wäre schon wieder fast reingegangen. Ich glaube, ich spinne. Jetzt bin ich eins unter Par. Komm, das nächste schaffe ich auch noch und dann habe ich wenigstens, bin ich wenigstens ein bisschen besser als Par. Ich weiß nicht, was so Profis da nicht im Spiel, sondern in echt so machen, wie viel die unter Par sind, aber. Was hat denn der jetzt? Das ist voll und Joke. Ist mir ein bisschen zu wenig. Ja, das ist auch ein bisschen zu. Ach so, ich könnte auch einen Punch einfach machen mit einem großen Eisen. Okay, probieren wir es mal damit. Ja, geht schon. So, wenn ich den jetzt sauber reinkriegen würde, dann wäre es Hammer. Yes! Zwei unter Par! Geiler Scheiß. Am Ende jetzt noch alle jeweils einen unter Par gehabt und yay! Läuft. So, gut. Okay. Das war's jetzt mit dieser Folge. In der nächsten schaue ich mal, was wir da noch so machen können, ob es ein bisschen was Cooleres gibt. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Vergesst nicht, auf dem Kanal vorbeizuschauen und auch die Kritiken mal reinzugucken, ob euch da was gefällt. Und ja, in diesem Sinne, lasst ein Abo da. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!